Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Elnry. Wir sind mal wieder hier in der Burg. Wir haben in der letzten Folge einen Dunkelkavallerist gefunden, dessen Pferd unter einer Decke steckt und das mich seltsamerweise immer sehr gut getroffen hat, obwohl der Kopf unter einer Decke steckt. Ich weiß es nicht. Achso, verdammt, bevor wir hier irgendwas tun. Wir müssen erstmal im Ort der Gnade rasten. Allerdings müssen wir eine goldene Rune müssen wir mal opfern. Wir haben ja Nutzen. Dann können wir nämlich jetzt ein Level steigen. Ein wunderbares Level. Und dann gucken wir mal, was uns hier an dieser Burg erwartet. Oder in dieser Burg. Ich bin gespannt. Wir werden erstmal die Kriegsasche ändern, weil das ist nämlich Müll. Das hier. Ich weiß nicht, was das soll. Feger. Völliger Blödsinn. Wilde Schläge habe ich jetzt, ja? Gut. Okay, jetzt wollen wir Stufenaufstieg machen. Was wollen wir denn machen? Wollen wir das machen? Oder wollen wir Stärke machen? Machen wir Stärke. Okay, und jetzt können wir direkt mal losrennen hier. Gucken wir mal, was hier abgeht. Ja, wir lieben ja sowas, gell? Das hat uns ja schon in sehr viele Urlaubsgebiete gebracht. Box. Wo soll ich hin? Hinterianer, was wusste ich hier? Fahren wir ganz nach oben? Warum fahren wir ganz nach oben? Wieso fahren wir immer lange? Was ist hier los? Hier gibt es nur einen Eingang. Schloss Morn. Ja, na, dann müssen wir aber erstmal hier bei jemanden rufen. Gucken erstmal, was hier abgeht. Hier, hallo, ich bin da. Was seid ihr für Viecher? Eieiei. Bin ich. Was ist denn er für einer? Ja, krass. Was war denn er? Interessant. Interessant. Ja, wir gehen los. Müssen wir erstmal den Hebel betätigen, glaube ich. Hier dürfen wir nicht nach unten, oder? Ja, ein bisschen doof. Okay. Wen rufen wir denn als nächstes? Sollen wir vielleicht wieder unsere Wölfe nehmen oder sollen wir lieber unsere Bagage nehmen? Wir versuchen mal mit unserer Bagage. Fährt so langsam. Kann man hier irgendwie vorher aussteigen? Nö. Oh. Sch-
Schmiedestein. Ach was. Jetzt erkenne ich das erst. Das da oben ist doch der König. Halt. Denn das ist aber doof. Lauf jetzt einfach hier raus. Was soll denn das bitte? Halbinsel der Tränen. Wo sind meine Gnade, meine Garbe? Was ist das eigentlich, was wir immer zurückholen? Unsere Gabe, unsere Gnade? Also ich glaube, unsere Wölfe sind schon eine sehr gute Wahl. Würde ich meinen. Schloss Mohren. So, wir haben eine kleine Axt. Was machen wir mit dieser kleinen Axt? So, dann Eieiei. Eieiei. Emma, nein. Da ist er. Diese Arabeiro, ach so, die Möbel. Hab ich gesehen.
fehlender Schmetterling. Oh. Blöde Vieh. Ah, das blöde Dreckvieh. Da hinten schläft noch einer. Wer schläft denn da hinten? Halbinsel der Tränen. Eiserner Wille habe ich jetzt. Wieso habe ich nicht mehr die wilden Schläge? Ich werde das wohl nie verstehen. Wir wissen, wer da hinten ist. Wer bist denn du? Kann ich dir helfen? Oh nein, er ist ein Böser. Das ist aber ja doof. Oh Gott, wir müssen hier weg. Boah, ne. Nein, die Wölfis kommen zurück. Hä? Was macht denn er da jetzt? Ha, so fühlt sich das an, Mann. Räumen wir da noch auf? Der hat aber den anderen zerbatscht. Okay, ihr Süßen.
rein. Was hat es denn mit dem anderen da auf sich? Beiß ihn. Oh, danke. Refugiumstein? Oh nein. Meine Wölfis können hier nicht weg. Schade. Na kommt, ihr Süßen. Wir gehen dann mal zu denen da. Deine Bestienknochen. Hier soll man scheinbar mit Feuer kämpfen. Ja, überall, wo es hier weitergeht, da kann ich euch leider nicht mitnehmen. Das ist ein bisschen traurig. Dass der andere jetzt die alle rumgebracht hat, ist schon schön. Ich stelle mir noch schnell ein paar her. Tschüssi, ihr Süßen, ihr müsst leider gehen. Nein, die haben ihn einfach umgebracht. Seid ihr plötzlich alle gegen mich? Was soll denn das? Herbeirufen anderer Spieler. Benutzt eine Krummfingermedizin, um die Rufzeichen von Spielern aus anderen Welten zu offenbaren. Nö.
Ich hätte hier am liebsten irgendwo eine Gnade, aber ich glaube, das ist durch das Ding. Stahldrahtfackel. Wir sind jetzt ein Stahldrahtfackelbesitzer. Ich weiß auch nicht, aber ich kämpfe doch immer gegen die ganzen Leute hier. Warum sollte ich... Ich bin mir nicht sicher. Das richtig ist, was ich hier tue. Weil am Ende will mich doch bestimmt der König auch umbringen. Habe ich Bolzen? Ja. Will der jetzt hochkommen? Bis wohin müssen wir eigentlich? Mittlere Last. Okay, gut, dann müssen wir jetzt wohl oder übel hier runter. Noch ein Feuerbolzen. Okay, ich würde fast sagen, dass ich jetzt hier erstmal in Sicherheit bin. Vielen Dank, dass ihr... Das ist ja ekelhaft. Voll die riesigen Münder wie bei Attack on Titan. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bleibt gesund und bis morgen. Tschüss.